Hallo aus dem Weserstadion. Hier ist in den Katakomben soeben die Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel zu Ende gegangen. Der Bundesliga-Start steht also bevor und man merkte bei allen Verantwortlichen, die da auf dem Podium saßen, Trainer Nuri, Sportchef Baumann und Finn Bartels war als Spieler dabei, bei allen hat man gespürt, dass die Vorfreude doch groß ist, dass es wieder losgeht in der Bundesliga. Vor so einem Bundesliga-Start ist die Anspannung schon da und man will gucken, wo steht man. Und wenn du dann am ersten Spieltag auch oder dann auch das Programm von uns, wenn du da gegen Champions League Vereine dann auch aufläufst, dann weißt du sofort, was die Stunde geschlagen hat. Und wir fühlen uns da bereit und werden gucken, was die Spiele dann hergeben. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, nicht alles lief nach Wunsch. Junuzovic und Moisander haben sich verletzt in der Vorbereitung. Die werden auch gegen Hoffenheim fehlen. Dazu kommt die Personalie im Sturm, die noch geklärt werden soll. Ein neuer Stürmer soll noch kommen. Bisher ist keiner da. Genauso auch kein Innenverteidiger, der auch mal im Gespräch war. Da hat Frank Baumann eben auch noch mal gesagt, es gibt nichts Neues. Also sind aktuell keine Verstärkungen zu erwarten. Gegen Hoffenheim wird es natürlich eine richtig schwere Aufgabe. Aber man hat gemerkt eben in der Pressekonferenz, die Stimmung bei allen Beteiligten bei Werder ist gut. Der Pokalsieg in Würzburg hat für Erleichterungen gesorgt. Und das sind erstmal gute Vorzeichen für den Bundesliga-Start.